Letzte Woche fand die große deutsche Just Dance Meisterschaft statt. Doch wer gewann den Pokal? Katze und ich waren vor Ort. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Ubisoft für die Einladung. Aber jetzt geht's los. Liebe Katzenfreunde, das ist Düsseldorf. Das auch und das auch. Aber vor allem das hier. Denn in Düsseldorf fand das Finale der deutschen Just Dance Meisterschaft 2023 statt. Schon zu Beginn war die Stimmung grandios. Das lag nicht zuletzt an den Moderatoren. Habt ihr Bock? Einfach der absolute Hammer. Und zum Einstimmen gab's eine Dance-Performance von Area Urban Dance Company. Schaut euch mal die zwei Mädels an. Die machen das richtig gut. Klar, das sind professionelle Tänzerinnen. Aber ich denke mal, dass wir das mit Just Dance ähnlich gut hinbekommen, oder? Da kommt Riesenfreude auf und ich war die ganze Zeit am Strahlen. Am liebsten wäre ich sofort auf die Bühne gelaufen, um dort selbst mittanzen zu können. Aber hey, ich bin ja auch großer Just Dance-Fan. Ganz großen Applaus gab es dafür. Doch dann standen die Moderatoren auf die Bühne und haben ausgelost, wer gegen wen tanzt. Anhand der Gesichter seht ihr schon, es gab große Überraschungen. Und dann konnte es endlich losgehen mit dem großen Finale, mit den ersten Tänzern. Falls ihr das neue Just Dance auch habt, dann kennt ihr ja wahrscheinlich die ganzen Tänze und seid mindestens genauso gut wie unsere Profis hier. Besonders cool fand ich einfach, wie viel Leidenschaft da drin steckt. Ja, da wird alles eingesetzt. Jede Performance, jede Bewegung wird hier knallhart durchgeführt. Aber wir im Publikum haben mindestens genauso viel Freude gehabt. Hier seht ihr uns tanzen, wir mit unseren Just Dance-Freunden. Aber ich nicht allein, ja, Katze war natürlich auch dabei. Katze hat gespannt zugeschaut und wollte wissen, wer denn jetzt ins Finale kommt. Also was für eine Atmosphäre. Riesenapplaus an alle Tänzer. Und eigentlich gab es an dem Abend auch nur Gewinner. Denn egal ob Sieg oder Niederlage, jeder hat beim Tanzen ein strahlendes Gesicht gehabt. Und das ist echt super. Dann war es aber soweit. Die zwei besten Tänzer wurden auserkoren. Die haben sich ins Finale getanzt. Und schaut euch mal das an. Voller Körpereinsatz, um möglichst viele Punkte im Spiel zu erreichen und zudem auch noch die Jury zu begeistern. Das Publikum ging aber mal so richtig ab bei dem Lied We Don't Talk About Bruno, was viele sicherlich aus dem Disney-Film kennen. Und wie ihr sehen könnt, kann Katze nicht genug davon kriegen und tanzt hier schon mit dem Richie zusammen. Einfach ein Riesenapplaus dafür. Doch wer wird am Ende noch das Rennen machen? Wer kriegt dann den großen Just Dance Pokal? Hey Katze, geh mal zur Seite. Nach der Punkteauszählung und dem Juryurteil war es dann aber soweit. Die große Siegerehrung. Die drei stärksten Tänzer des Abends standen oben auf der Bühne und bekamen ihre tollen Preise sowie die Pokale überreicht. Doch wer hat am Ende den ersten Platz gemacht? Den deutschen Meister 2023. Gratulation an Nick, er ist der Gewinner des deutschen Just Dance Finals. Super klasse. Und dann ging es zu einer Aftershow-Party. Wir haben nochmal getanzt und Gas gegeben und einfach eine super Zeit gehabt. Ganz, ganz lieben Dank an alle, die hier mitgemacht haben. Und als ich wieder zu Hause war, ging es direkt an die Nintendo Switch-Konsole, denn das Feuer war wieder komplett entfacht. Ich konnte nicht anders, hab meine Switch angeschlossen und Just Dance angeschmissen, denn ab sofort trainiere ich für die nächste Meisterschaft. Ich möchte zeigen, dass ich mindestens genauso gut tanzen kann. Und wisst ihr was, liebe Katzenfreunde? Macht doch mit. Tanzt ebenfalls zu den Just Dance Songs. Und wenn ihr sehen möchtet, wie ich zu If You Wanna Party tanze, dann tippt doch mal auf dieses Video und macht direkt mit. Bleibt katztastisch! Ja.